Nach Jahren der Kaufzurückhaltung scheint die Autokrise endlich überwunden. Zumindest die deutschen Autobauer haben die erste Automesse des Jahres, die North American Auto Show in Detroit, genutzt, um ihre Ideen für die Zukunft zu enthüllen. Dass Innovationen die Kunden überzeugen, hat der Verband der Automobilindustrie bereits 2010 feststellen können. Es war ein gutes Jahr, weit besser, als wir Anfang des Jahres noch erwartet haben, weil wir im Weltmarkt in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, Marktanteile erneut gewonnen haben und weil wir auch zu Hause wieder eine Stabilisierung des Marktes erlebt haben und weil wir zum Beispiel in China natürlich von diesem unglaublichen Boom in besonderer Weise profitieren konnten. Wir wissen alle, dass wir bis 2020 eine Chance haben, 3-5% Marktanteil von E-Autos, gegebenenfalls auch mit Range Extender, zu erreichen. Aber wir wissen auch, dass wir beim Thema Batterie, Aufladung, Reichweite, Zyklenfestigkeit, Sicherheit noch gewaltige Aufgaben zu meistern haben und dass wir vor allem die Kostenthematik vollständig in den Griff bekommen müssen. Also der klassische Motor wird noch lange eine große Rolle spielen, aber die alternativen Themen kommen stärker in den Vordergrund. Auf Dauer wird nur der die Nase vorn haben, der bei Forschung und Entwicklung weiterhin in hohem Umfang investiert, wie das alle unsere großen Hersteller, aber auch unsere Zulieferer tun.